Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Noch ein kurzes Video zur Auflösung der Wiederholungsfrage zur letzten Stunde. Dazu gehört natürlich zunächst mal, sich den Text anzuschauen. Wir machen das hier nur in Kürze. Ich würde Ihnen aber sehr empfehlen, auch zur Vorbereitung auf der Klausur diese Texte sorgfältig zu lesen, sich zu überlegen, ob Sie sie verstehen, ob Sie alles darin verstehen, das genau durchzugehen. Wir schauen es uns nur mal kurz an. Wir bekommen hier zuerst mal eine Quellenangabe, D16121. Das bedeutet, der Text stammt aus den Justinianischen Digesten, aus dieser Sammlung des Justinian mit Auszügen aus älteren Schriften, üblicherweise den Schriften der klassischen Juristen. Sowas haben wir auch hier und das fängt an mit einer Quellenangabe, Ulpian im 29. Buch zum Edikt. Das gibt also an, aus welchem Buch des klassischen Juristen Ulpian, Justinian bzw. seine Kompilatoren, seine Helfer, diesen Text genommen haben, um ihn in die Digesten des Justinian einzufügen. Und das war das 29. Buch zum Edikt, soll heißen das 29. Buch, das Ulpian als Kommentar zum Edikt geschrieben hat. Was ist das Edikt? Da ist gemeint das Edikt des Prätors, in dem der Prätor ankündigt, wie er sein Amt führt. Wenn Sie darüber Näheres wissen wollen, können Sie nochmal das Video zu Rechtsschichten und zum römischen Zivilprozessrecht aus dem Sommersemester ansehen, also die Einheiten Kampf ums Recht und die Einheit über Naturrecht und Richterrecht. Also, wir haben es zu tun mit einem Auszug aus dem Kommentar des Ulpian zum Edikt des Prätors und darin teilt er nun einen Senatsbeschluss mit. Er sagt nämlich, später wurde ein Senatsbeschluss gefasst, durch den allen Frauen umfassend geholfen wurde. Der Wortlaut dieses Senatsbeschlusses ist der folgende. Also, innerhalb des juristischen Textes, des gelehrten Textes von Ulpian, wird uns jetzt ein Normtext mitgeteilt, nämlich der Senatsbeschluss. Der Rest ist also nicht mehr von Ulpian, sondern Senatsbeschluss. Da die Konsuln Marcus Silanus und Velleius Tutor über die Verpflichtungen von Frauen und was deswegen geschehen müsse vorgetragen haben, hat der Senat in dieser Angelegenheit beschlossen, was Bürgschaften und die Vergabe von Darlehen im Interesse Dritter betrifft, bei denen Frauen eingetreten sind, da ersichtlich auch schon früher in der Weise Recht gesprochen wurde, dass deshalb keine Forderung und keine Klage gegen die Frauen zugelassen wurde, weil es nicht recht sei, dass sie sich den Pflichten von Männern unterziehen und für Verbindlichkeiten dieser Art haften, ist es die Auffassung des Senats, dass diejenigen, die in dieser Angelegenheit an der Gerichtsstätte angerufen werden, im Einklang mit Recht und Ordnung handeln werden, wenn sie sich darum bemühen, dass in dieser Angelegenheit der Wille des Senats beachtet wird. Soweit der Text. Sie sehen, der ist relativ kompliziert formuliert. Einige Dinge kann man aber sofort beobachten, die auch gut zu dem passen, was wir in der letzten Einheit behandelt haben. Zunächst mal sehen wir, es wird Bezug genommen auf einen Vortrag der Konsuln. Sie erinnern sich, nur die Konsuln können den Senat einberufen, ausnahmsweise die Volkstribunen und die Konsuln können dort Anträge stellen. Also der Senat hat hier gebilligt, was die Konsuln ihm vorgelegt haben. Inhaltlich geht es um Bürgschaften von Frauen, die sind offenbar unerwünscht und das Ganze wird formuliert als eine Auffassung des Senats, die darin besteht, dass diejenigen, die in dieser Angelegenheit an der Gerichtsstätte angerufen werden, das sind also die Gerichtsmagistrate, die die erste Phase des Prozesses leiten, in erster Linie in Rom der Prätor, die werden im Einklang mit Recht und Ordnung handeln, wenn sie sich darum bemühen, dass in dieser Angelegenheit der Wille des Senats beachtet wird. Also es ist ein Ratschlag an die Magistrate, und zwar an die Gerichtsmagistrate, die sollen die Auffassung des Senats beachten. Und die Auffassung des Senats ist, dass solche Bürgschaften von Frauen nicht gut sind. Das soll mal als Überblick genügen. Die übrigen Fragen, die in einer Exegese zu behandeln wären, schauen wir uns mal im Rahmen der Beantwortung der Fragen an, die ich dazu gestellt hatte. Das waren diese Aussagen, die in beliebiger Reihenfolge kamen. Leider, leider haben wieder nur sehr wenige sich beteiligt. Die erste Aussage war, der Senatsbeschluss diskriminiert Frauen. Das kann man, wenn man den Text sich anschaut, ein bisschen unterschiedlich sehen. Da wird ja einerseits gesagt, dass Frauen geholfen wird, dass sie geschützt werden sollen, andererseits, dass sie sich nicht den Pflichten von Männern unterziehen sollen. Wenn Sie sich nochmal klar machen, worum es geht, ist Ihnen die Beantwortung dieser Frage leicht. Es geht darum, dass Frauen keine Bürgschaftsverträge abschließen dürfen und dass diese Bürgschaftsverträge von demjenigen, der dafür zuständig ist, dem Prätor, nicht als wirksam behandelt werden.
Man könnte sagen, damit ist den Frauen doch geholfen, damit werden sie doch unterstützt, aber letztlich wird ihnen damit ein Teil ihrer Privatautonomie, ein Teil ihrer Geschäftsfähigkeit genommen und insofern selbstverständlich dieser Text, dieser Senatsbeschluss diskriminiert Frauen. Zweite Aussage. Der Text enthält einen formell unverbindlichen Ratschlag an den römischen Konsul. Nun, wir haben eben schon gesehen, der Text enthält in der Tat einen Ratschlag. Man kann auch sagen, der ist formell unverbindlich, denn er ist ja zumindest so formuliert, dass es die Auffassung des Senats ist, dass der Gerichtsmagistrat gut tut, bestimmte Dinge zu beachten. Aber ein Zwang oder eine Verbindlichkeit kommt eigentlich nicht zum Ausdruck und war wohl formell auch nicht gegeben. Abgesehen davon, dass man sich fragen kann, ob man wirklich von einem unverbindlichen Ratschlag sprechen kann. Ich hatte Ihnen gesagt, wer einen solchen Ratschlag missachtet, der riskiert seine politische oder sogar seine physische Existenz. Ist das aber jedenfalls kein Ratschlag an den Konsul, denn nicht der Konsul ist für die Rechtsprechung in Bürgschaftssachen zuständig, sondern der Prätor. Deswegen ist diese Aussage falsch. Nächste Aussage. Der Text stammt aus dem Kodex. Wie wir am Anfang gesehen haben, stammt er eben nicht aus dem Kodex, sondern aus den Digesten. Denken Sie daran, auch in der Klausur die verschiedenen Gesetzeswerke auseinanderzuhalten. Wir sprechen bei dem Ganzen von der Kodifikation oder von dem Corpus Juris, aber der Kodex ist davon nur ein Teil. Dieser Text stammt nicht aus dem Kodex, sondern aus den Digesten. Nächste Aussage. Der Text stammt aus einem Anfängerlehrbuch. Auch das ist Nonsens. Der Text, wie wir gesehen haben, stammt aus einem juristischen Kommentar. Wir haben relativ häufig hier schon mit Texten von dem Juristen Gaius gearbeitet, die immer aus seinem Anfängerlehrbuch stammen. Deswegen konnte man da vielleicht durcheinander kommen. Aber dieser Text stammt nicht aus einem Anfängerlehrbuch. Nächste Aussage. Der Senatsbeschluss verhängt den Ausnahmezustand. Auch das nur eine Falle, in die man tappen konnte, wenn man nicht richtig mitgedacht hat. Es geht ja um einen Senatsbeschluss, der Bürgschaftsrecht regelt, nicht um das Senatus Consultus Ultimum, das den Ausnahmezustand regelt. Das ist etwas anderes. Also auch diese Aussage ist falsch. Der Text stammt aus dem Edikt des Prätors. Das ist von einem Bearbeiter tatsächlich angenommen, ist aber wie eben schon gesehen auch nicht richtig. Er stammt nicht aus dem Edikt des Prätors, sondern aus einem Kommentar zum Edikt des Prätors. Das Edikt des Prätors ist uns gar nicht im Volltext überliefert und es enthielt Aussagen des Prätors, keine Zitate aus Senatsbeschlüssen und dergleichen. Hier also nur ein Text aus einem Kommentar zum Edikt des Prätors. Aussage falsch. Und die letzte Aussage. Der Senatsbeschluss ermächtigt den Prätor zu einer Abweichung vom geltenden Recht. Das wird man so sagen können, denn diese Bürgschaften sind ja an sich wirksam. Der Prätor soll im Rahmen seiner Amtsbefugnisse Klagen erst gar nicht zulassen, soll also erst gar keine Klageformel erteilen. Solche Korrekturen des Zivilrechts werden für zulässig angesehen. Tatsächlich geht es hier also um eine Abweichung vom geltenden Recht. Damit sind wir mit den Aussagen, die ich vorgegeben hatte, am Ende. Noch zwei Hinweise. Der eine, dieser Text stammt erst aus der Kaiserzeit. Er ist also eigentlich kein Beispiel für die Befugnisse des Senats in der Republik. Er zeigt aber den Duktus, in dem der Senat sich äußert, auch für die republikanische Zeit richtig. Und er zeigt auch, wie es funktioniert, dass der Senat in alle Bereiche des Staatswesens hineinregiert, indem er eben den Beamten Anweisungen gibt, kann er der Sache nach auch in die Rechtsprechung eingreifen und letztlich ein zivilrechtliches Gesetz erlassen. In der Kaiserzeit hat sich daraus tatsächlich eine Gesetzgebungskompetenz des Senats entwickelt. Also nochmal, denken Sie daran, der Senatsbeschluss, den wir hier vor uns hatten, übrigens genannt das Senatus Consultum Velleianum, nach dem Konsul Velleius, der ihn beantragt hat, stammt aus der Kaiserzeit, wird hier nur als Illustration gebraucht für die Befugnisse des Senats schon in republikanischer Zeit. Bringen Sie das nicht durcheinander. Und zweite Anmerkung, zu einer vollständigen Exegese würde ein Verweis auf das moderne Recht gehören. Ich hatte schon gesagt, in der Klausur werde ich das nur verlangen, wenn es etwas gibt, was auch alle vom ersten Semester an da finden können. Hier würde es naheliegen, darauf zu verweisen, dass es in modernen Zeiten eine Bürgschaftsrechtsprechung gibt, die Bürgschaften naher Angehöriger als sittenwidrig und nichtig erklärt. Das gilt natürlich nicht nur für Frauen, es ist keine diskriminierende Regelung, aber es ist durch die Rechtsprechung tatsächlich eingeführt worden, dass solche Bürgschaften
unwirksam sind, weil man die Befürchtung hat, dass sich Personen wegen des Näheverhältnisses zu demjenigen, für den sie bürgen, hoch verschulden und finanziell überfordern. Und gewisse Anklänge an den beabsichtigten Schutz des römischen Rechts für geschäftlich unerfahrene Personen sind da nicht zu leugnen. Heute, wie gesagt, ist das nicht mehr geschlechterdiskriminierend. Das gilt für geschäftlich unerfahrene, überforderte Bürgen beiderlei Geschlechts. Dass es eine freiheitsbegrenzende Funktion hat, insofern als es die Geschäftsfähigkeit der Betroffenen beschneidet, gilt auch für das moderne Recht. So viel zu dieser Frage. Nochmal der Appell, behandeln Sie diese Wiederholungsaufgaben. Es hilft mir und es hilft Ihnen. Vielen Dank.